Hallihallo, meine Süßen. Joho. Also mein Kerzerl komme ich sogar aus. Es ist nur immer dasselbe. Ja, musste ich noch nicht wechseln. Falls an interessiert. Ich habe mir gedacht, ihr zöse euch ja. So, was haben wir heute? 18? 18, jawohl. Bin ich froh, dass die Andrea das da aufgeschrieben hat. Nee, ich habe mich ja noch nicht verdaut, ne? Naja. So, also wir werden das da jetzt einmal also ein bisschen, ne, der tut sich heute ein bisschen wehren. Aber wir haben ja den Trick, oder auch nicht, dass die da das, ich habe im Übrigen wieder angerufen heute beim Nagelstudio. Ich weiß, ich werde es euch denken, bitte lass uns in Ruhe, aber ich meine, wie kann man mich so herumlaufen lassen? Schaut mal, wie krank. Ah, wie krank. Da war wieder alles kleben auf mir. Wie lang die sind, die gibt mir jetzt schon. Ich weiß, ich könnte mir es feilen, aber das, okay, nicht. Das ist mir zu stoppig. So, jetzt habe ich euch ein bisschen mein Leid geklagt. Jetzt gebe ich da ein kleines Schokoherz in meinen Mund hinein. Fein, fein. Ja. Und wir gucken. Oh, heute haben wir. Oh, heute. Heute haben wir nur. Ich sag jetzt, warum rutscht das da? Naja. Also heute haben wir ein Kuvert. Wir haben heute ein Kuvert. Da ist kein Bandel dran, es ist aber ein bisschen dickelischer. Ne? Und da hat es wieder so ein Maschendrahtzaun hat es da im Post. Mhm. Ich würde wahrscheinlich sagen, heißt, das ist gar kein Maschendrahtzaun, aber. Nein, das sind so Schnörkel. Wunderschöne Schnörkel. Wie viel Embossing-Pulver du da verwendet haben musst. Maria. Und das heißt, ich muss aber jetzt so reingreifen. Ich muss das ein bisschen erfüllen. Ich muss sehen, wo die Schätzelchen sind. Da hat es was. Naja. Nein, Andrea, bitte, Schatz. Naja. Alles schön hergerichtet, damit ich mich ja nicht verdienen kann. Jo. So, ich weiß nicht, warum es die Strafen da aufgegeben hat, aber ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, einfach nur so. So, also, wir haben heute Luther vor dem Reichstag. Ja, 1521, gut. So. Spangenberg, Adelsspiegel. Ja, okay. Und da hinten der Alliandersbericht. Aha. Domini, 16. April 1521, ja. Na bitte, schon hatte ich meinen letzten Brief geschlossen. Ach Gott, ja. So, was haben wir da wieder? Wieder unser, die Erläuterungen und die kantische Philosophie, genau. Ja, das hat aber jetzt nichts mit der Kante zu tun, sondern Kant, das dürfte anscheinend irgendein Philosoph gewesen sein. Ja. Der hat Transzendentalphilosophie. Okay. Jo, okay. Was der alles gemacht hat, der Kant. Ja, mal gucken. Was bist du? Die Räuber. Hui. Der Dichter schien beruhigt. Na schau, das ist ja das. Der Stallmeister. Ich hörte mancherlei von diesem Menschen. Ja. Man hört so öfter irgendwas von einem Menschen. Herr Dr. Winkelmann. Ich will nicht hoffen, rief der Doktor hocherrötend, dass Sie damit etwa mein griechisches Epos meinen.
Jawohl. Was machen unsere Franzosen? Le PH. Merci, brave Palotine. Mhm. Priou. Ja. Je suis de plus en plus sol. Je suis... Na, je m'appelle Patricia, heißt, ich heiße Patricia. Na, kann ich fliegen. So, steige aus und sage, je m'appelle Patricia. Und jeder weiß, okay, siehst du. Die Franzosen werden erfreut haben, wenn ich komme. Ich glaube schon, oder? Ja, ich denke mir das. Also da haben wir wieder ein paar Szenerien. Na? Und da haben wir wieder... Hey, schaut mal. Oh, was ist denn da? Da schauen wir es erst an. Frankreich. Ne, siehst du. New. Naja. Aber wo treffe ich diesen Menschen? Aha. Überall, entgegnete Peppino. Na so. Ey, da ist aus. Schau. Er fasste sogleich den Vorsatz. Mhm. Theater Argentino. Na, schau. Aber trotzdem hat der Schins gemacht. Also das schaut da cool aus, schau. Das hat es wieder mit dem Closey Accent. Schau. Das sucht sich auch wie so, ja, wie so eine kleine Fliese. Ist das ein Pickerl oder hast du das selber gemacht? Ich glaube, das hat sie selber gemacht. Aber wie? Sie hat ein Plattl genommen. Und da war entweder... Oh, bist du eine Briefmarke und du bist dann einfach mal... Ich weiß, das gehört nicht zerlegt, Patricia. Lass es so. Du nicht immer alles zerlegen. Lass einfach. Aber das ist sehr cool gemacht. Ich glaube, das Closey Accent hat da... Und da hat es auch wieder, schau, ja, Baseball-Club, Raincheck. Na, check mal, ob es halt regnet oder nicht. Nee. Und da hat es wieder so ein kleines, schaut auch lieber aus, wenn es zur Bandele dann und dann so einfach hängen los hast, gell. Was hat es denn da Schönes wieder? Ei, der ist auch wieder schön. Haben wir den nicht? Oh ja, den haben wir schon mal gehabt. Gell? Ja, weil ich kann mich erinnern an das Teile da. Den habe ich schon einmal bewundert, den Stempel. Ja. Da hat es ein bisschen so Lachsform und so schönes Mintig. Und da oben hat es auch noch ein wenig bräunlich. Ja. Sie sagt dann immer, sie tut es herummutschkern. Sag ich, oh, du bist nicht mutschkern. So, ich tue Motschkern, wenn ich käme. So, ein Messer, komm her. Vielleicht sollte ich einfach mein Messer mit netter behandeln. Vielleicht weißt du auch. Liebes Messer, würdest du das bitte sehr schön aufschneiden? Aha, okay. Na gut, ist in Ordnung. Bitte, liebes Messer, öffne mir auch die andere Seite. Ja. Aha, okay, na ja. Es möchte mit Respekt behandelt werden. Na, ciao. 18 Tage haben wir gebraucht, bis wir es rausgefunden haben. Naja, fängt schon wieder an zum Zicken. Na, weil ich nicht gesagt habe, liebes Messer, würdest du das schneiden? Okay. Ach, was bist du? Oh, wir haben etwas vom Onkel Teddy. Und ich nehme mal stark an, dass das ein Stempel ist. Ja. Oder? Ja, schaut mal. Punkt. Der ist cool. Ein Baumstempel, aber ein großer. Was der Daddy jetzt da? Nein, deswegen hat sie zu mir gesagt, ich darf es nicht zum Daddy gehen. Aber die haben jetzt schon einiges aus, gell? Der ist sehr cool. Der schaut sicher im Post mega aus, ha? Mit Braun, mit diesen Asteln da drinnen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das süße Briefmarkerl da, oder was ist das? Gefällt mir. So, Kerzel ausblasen.
Ja. Und bis morgen. Für dich. Baba.